Willkommen zurück bei der Herr der Ringe Online mit dem Stromski. Hallo, ich wollte eigentlich gerade die Ansage machen. Egal. Hallo. Und mit dem Drudaka, ihr hättet es mal vorher gesagt. Ich wollte gerade den Mund aufmachen, hast du angefangen? Ah. Damit wir nicht immer die gleiche Einleitung haben. Ach so. Gut, dann springen wir nochmal zurück und sehen uns gleich wieder. Hallo, willkommen bei Herr der Ringe Online mit dem Drudaka. Hallo Drudaka. Hallo. Und mir. Aljena Katniss. So. Wir sind jetzt hier in den Nordhöhen. Sprichst du jetzt extra mit einer weiblichen Stimme? Ich glaube, das war nicht besonders weiblich. Ich wollte gerade schon fragen, wann hast du denn die OP gemacht? So, wie kommen wir jetzt zu dem Typ? Ich weiß es nicht mehr. Wo ist denn der überhaupt? Ist irgendwo in diese Richtung. Also da hoch wahrscheinlich. Müssen wir, glaube ich, wieder zurück. Ja. Also wir zeigen dir jetzt beide Einleitungen, oder? ja. Sonst wäre das ja witzlos. Ja. Wir schneiden ja nix. Also außer zwischen den Folgen. Aber sonst. Das stimmt. Und uns gibt es unzensiert. Ja, hat man ja in unserer Scharmützel-Folge mal gesehen. Nee, den würde ich vielleicht nicht angreifen. Den würde ich vielleicht nicht angreifen. Er ist 35, aber wir müssen da auch lang. Nein, müssen wir nicht. Nicht? Nein. Als ob wir sich in 35er durch müssten. Ja, aber wie willst du denn sonst da hinkommen? Weiß ich nicht, ich will bestimmt einen anderen Weg. Und wie wo sind die Quest überhaupt? Ach, da drüben lang. Ah, ich seh's, okay. Du bist nur einer. Was denn? Ja, ein 35er Elite. Der hat uns windelweich geprügelt. Versuch wär's wert gewesen. Nicht? Ich meine, du kannst ja immer noch versuchen. Ich hol die Kamera raus. Wenn's nicht lang. Hier kommen wir nicht hoch. Ich dachte, wir kommen da hoch. So. Müssen wir jetzt einmal um den Berg herumreiten? Na, wenn du uns vorher falsch führst, ja. Oh, ein Katapult. Sieht aus wie so ein Holzkatapult, was man so als Kind mal gebaut hat. Ja. Oder? Aus Playmobil. Nicht mehr so schon so. Es gibt hier wirklich mit so ausgerichtetem Holz, dass man zum Beispiel auf Mittelaltermärkten nochmal kaufen kann und sowas. Ja. Die schon ein bisschen größer sind. Ach, das ist auch cool hier, so ein. Wie nennt man die Dinger eigentlich? Ah, verarscht. Die ist eine Truhe übrigens. Nehme ich mal mit. Wie nennt man die Dinger, wo ich hier gerade drin bin? Das sind halt so Angriffstürme. Nennt man die Angriffstürme? Ist nicht an den Namen? Belagerungsturm, glaube ich, heißen die. Belagerungsturm, ja, genau. Oh, ich habe den Elite geholt. Ist ja nett. Also ich flieh schon mal. Ja, viel Spaß. Ach, geil. Kurz bevor er mich erreicht hat, dreht er um. Ach nee, dann gehe ich wieder. Ja, ich könnte einen Moment dauern, nicht über 2000 Leben. Wieso, was machst du denn da hinten? Jetzt? Ich hab gesagt, ich hab mir Elite geholt. Ja, aber ich dachte jetzt nicht, dass du den bekämpfst. Ja, ich hatte die Truhe aufgemacht. Blöden. Ich renne nicht zu Fuß durch die 10 Gegner. Aber ich kann mich ja heilen. Da ist das kein Thema. Mein Mana-Verbrauch ist auch nur wesentlich höher als meine Regeneration. Passt also alles. Das ist ja auch noch eingeholt. Ja, damit die Leute mal sehen, wie der aussieht. Ja, haben wir noch nie gesehen. Der sieht echt cool aus. Wollen wir mal genauer angucken? Ich hau ihn hier voll in die Eier. So, haben wir unseren nächsten auch noch. Zack. Da hust dich nur kurz, da fällt er schon um. Ja, ja. Bei deinem Atem. Wäre jetzt ein Monkey-Einspruch gewesen. Es ist ein typischer Otto-Spruch gewesen. Wenn man geil gibt, ist ja auch. Mein Opa ist sehr alt geworden, denn er hat immer viel Knoblauch gegessen. Und wenn er nachts der Tod an sein Bett kam, hat er immer gesagt, wer ist da? Und der Tod immer, oh. Ich hätte eigentlich an Monkey Island gedacht. Ja, was? Was da? Da gibt's halt diese Piratenduelle, diese Schwertkampfduelle, wo sie sich immer beleidigen. Ja. Ne?
Also ich, ist jetzt falsch, aber so jemanden wie dich verspeise ich zum Frühstück oder sowas. Man muss halt sagen. Ach, keine Ahnung. Da fällt mir jetzt kein guter Reim ein. Aber, jedenfalls parierst du es immer, ne? Ja, das weiß ich. Du kämpfst wie eine Kuh. Wie passend. Nee. Genau. Du kämpfst wie ein dummer Bauer. Genau, du kämpfst wie eine Kuh. Verdammt. Jetzt hast du mir die Pointe geklaut. Also, eigentlich habe ich mir selber geklaut. Aber ich wusste in dem Fall. Du hast dir versaut. Ich weiß. Aber ich wusste dann, wie es richtig geht, und dann hast du es mir versaut. Also, nee, wieso, das versaut hast du mir mehr versaut. Ach, Mist, ich dachte, ich komme hier rüber. Nö. Wo willst du eigentlich hin? Über die Brücke. Achso, ich hatte vor, zu kämpfen. Nee. Ich bin noch nicht lebensmüde. Lass dich kämpfen. Kann ich jetzt hier mal die Gegner von die vor mir stehen? Das ist vielleicht noch meiner, ne? Die erzeugen nur keinen gelben Kreis. Na egal. Die haben ja. Wir haben noch nur 2000 Leben. Ja, ich habe noch weniger Leben. Bin ich jetzt auch tot. Ich kann mich aber kostenlos wiederbeleben. Wieso kann ich mich kostenlos wiederbeleben? Mach. Aber wieso? Ist keine gute Idee. Gut, kostenlos wiederbeleben. Ja. Hilfe. Wow. Ich vier den mal eben. Ah, verdammt, ich kann nicht vieren. Brennst du ihn? Bleib hier nicht, dass wir noch mehr holen. Hol die lieber noch. Ein bisschen aufpassen, kommt mich da gleich noch einer. Bleib mal auf Heiler. Was ist denn immer noch mehr drauf? Mal so frei, hab ich ein bisschen geheilt. Ja, bin ich dir auch sehr dankbar. So, sehr gut. Das hat doch geklappt. Puh, sag mal, was machst du denn für Sachen? Wieso ich? Erstmal noch ein bisschen was von Grimgalfs essen. Achso, einmal pro Stunde kann man sich ja wiederbeleben. So war das. Ist das so? Ja, wir haben jetzt einen Debuff, dass man sich nicht wiederbeleben kann. Das ist, glaube ich, auch neu, ne? So, neu ist es nicht, aber... Ja, essen wir mal hier einen Rinderbraten. Das war gut, früher mal so und dann haben sie es irgendwie wieder geändert und dann wieder doch nicht. Und dann... Links in die Richtung? Ja, es müsste... Wir müssen jetzt da drüben zur Brücke. Ich würde sagen, da reiten wir einfach durch hier, durch das Lager. Alles klärchen. Ohne Fackel. Ja. Warum auch immer. Das ist eine Fackel, die man hätte mitnehmen können. Mhm. Ja. Übers meine Eerie Brücken musst du gehen. Nee. Was war? Meine Eerie habe ich wieder rausgeholt. Achso. Ich weiß nicht, ob man sowas so aussprechen würde, aber ich spreche es jetzt aus. Dunkle Jahre überstehen. Ging das nicht so? Keine Ahnung. Bin ich so der Fan von was? Ich normalerweise auch nicht, aber es fühlt mich gerade irgendwie ein. Über die wir werden sterben. Ich weiß nicht, ob das so gut war. Die sind doch Elite. Wieso tust du sowas? Dich nicht wiederbeleben. Du stirbst jetzt eh. Wartet bis weglaufen ist. So. Tada! Ja, dann wirst du dich jetzt schön nochmal sterben lassen. Damit du mal mit bist. Wo bist du jetzt gelandet? Sehe ich jetzt sofort. Wahrscheinlich wieder in der Stadt, oder? Königsfalltal. Hä? Was machst du denn da? Ja. Schau mal die Gegend. Wo bist du da? Ich sehe dich auf der Karte nämlich nicht. Doch, direkt nördlich von dir. Da, über dem G vom Königstal.
Okay, ich sehe dich trotzdem. Achso, ich habe ja den Filter aus. Da bist du. Eine Kuh, zwei Kuh, drei Kuh, vier Kuh. Das hast du bedeutet. Ja, aber du hättest, glaube ich. Ich weiß nicht, hättest du nicht auch durch ein. Kann ich dich nicht irgendwie rufen? Ich glaube, es gibt da was zum, im Shop zum Rufen. Keine Ahnung. Aber hier ist eine Handvoll Himbeeren. Aber schön hier. Ich glaube irgendwie Horn oder so heißt das, kann es sein? Horn des irgendwas? Ja, hier genau. Einfach das Horn der Zusammenkunft. Warte, dann mache ich das gerade. So. Kleinen Einkauf getätigt. Wo finde ich das jetzt hier? Einfach das Horn der Zusammenkunft. Vielleicht sollten wir uns diesmal besser durchkämpfen. Statt durchzureiten. Ne, wir sind ja schon da. Wir müssen jetzt. Der steht ja da vorne. So. Der Lukas, der ist Elite 28. Ja, wir sollten erstmal ein bisschen Platz machen. Oder Musik spielen. wir können erstmal was essen, würde ich sagen. Ach, haben wir lange nicht getan. Und dann, Ja, nochmal vielen Dank fürs Kochen. An unseren ehemaligen Begleiter. Genau, den Grimgalf. Komm, mir den Tag baue ich jetzt mal um. Ja, da die ganze Zeit hängen. So. Verreck. So, mit Schaden über Zeit kriegst du die. Aber was heißt aufräumen? Wir müssen jetzt hier einfach nur schräg rüber. Ach, da ist er. Ja, eben. Aber ich glaube, die anderen kriegen wir nicht. Also ich versuche die alle auf mir zu halten, aber es wird halt schwierig, weil du heilst und damit erzeugst du größere Aufmerksamkeit als ich. Warte mal erstmal, dass der Widerlich wieder weg ist. Wir gehen zuerst auf den Lookbus, ne? Dass der auf jeden Fall schon mal tot ist. Genau, würde ich auch sagen. Im Notfall soll haben wir den auf jeden Fall schon mal geschafft. Soll ich mal meine Kriegsrede jetzt schon ausmachen oder soll ich gleich es ausmachen? Wenn du dann besser heilen kannst, machst du jetzt aus. Gut, dann auf geht's. Ja? Ah, super, nur einer. Jetzt bitte weiter. Und jetzt müsstest du eigentlich nur noch heilen müssen. Schaden. Oder mach irgendwas anderes. Rot am besten. Hey. Ich habe keine Anzeige. Wieso nicht? Weiß ich nicht. Komisch. Ich weiß gar nicht, wo die hin ist. Oder vielleicht habe ich sie nur nicht gesehen. Die Anordnung ist ein bisschen kaputt durch die neue. Ich hab die bei mir mitten im Bildschirm, deswegen. Ich hab nichts. Entweder ich bin blind, weil ich keine unten im Funk geguckt hab, aber. Kann ich dir ja dann in deiner Aufnahme zeigen? Kannst einfach nochmal so ein Ding machen. Nee, ich. Glaube, ich kann das sowieso nicht selber machen. Normalerweise kann ein Schurke das erzeugen, aber. Gut, das hätten wir geschafft. Ja, perfekt. Und jetzt, haben wir hier noch irgendwas? Haben wir überhaupt noch eine Quest? Kartenseiten. Oder schwarze Feuer auch noch. Schwarzes Feuer? Das schwarze Feuer. Ah, doch. Ach genau, das wird bei mir noch nicht angezeigt. Warte mal, welche habe ich denn jetzt hier fertig? Wie viel können maximal angezeigt werden? 5. Doch, nur 5? Aber zum Beispiel hier, Halbockentrigant kann man jetzt ausblenden. Das brauchen wir nur noch abzugeben. Na, das mache ich dafür das schwarze Feuer an. So. Ist hier sogar noch ganz in der Nähe.
Genau, deswegen war da auch diese Fackel. Aber durchrennen würde ich jetzt nicht mehr machen. Nein! Kommt mal dahin, wo wir. Ja, den würde ich ungern anhauen. Ey, wieso bin ich nicht von meinem Pferd? Ja. Da. Ihr seht mich nicht. Ich würde nicht durchrennen, nicht. Das sind überall Gegner. Wie willst du denn wieder loswerden? Ja. Au! Ganz großes Tennis. Aber ich spiele doch Golf, ich bin doch ein Hobbit. Ganz großes Tennis. Du bekommst immer mehr, du wirst nie wieder los. Doch. Wie denn? Nämlich hier runterspringen. Ja. Ich sehe. Wieso kann man da nicht durchspringen? Ich sehe es. Wieso kann man da nicht durchspringen? Was ist denn das? Hier sind doch extra so Lücken, oder nicht? Naja. Warte halt, bis sie weg sind. Alle voll verarscht. Oh, der läuft in die andere Richtung. Also ich bin auf der Brücke und wo bist du? Du bist so ein Trottel. Wird da immer noch gejagt. Jetzt kann ich nichts essen, weil der. Na. Und ich komme jetzt nicht den Berg runter, oder? Seit wann rennen die den Berg runter? Hä? Seit wann die den Berg runter rennen? Ja, ich bin jedenfalls wieder tot. Du bist ein Dödel. Wieso? Wieso? Ja. Ja, wenn was hab ich denn gemacht? Ich glaube, wir beenden jetzt einfach die Folge hier und wir sehen uns nächste Woche. Wieder in frischer Frische. Oder? Alter Frische. Ja. Oh, hier sind ja noch mehr. Scheiße, ich kann gerade nicht aufhören. Ich laufe dann mal nach Hause. So, ich suche einen neuen Herr der Ringe Online-Partner. Bevorzugt kein Hobbit. Bevorzugt nicht mit dem Namen Dodaka. Ihr könnt euch brauchst dieser... hinter denen noch eine rote, so einen roten Vorhang. Ah, jetzt haben sie mich alle in Ruhe gelassen. Ja, könnt euch unter dieser Adresse bewerben. Ich habe sie jetzt hier eingeblendet. Also. Genau, jetzt können wir aufhören. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Ja. Bis dann. Tschö. Tschüss.